Puderchen. Gut. Es ist nicht so hübsch, aber. Aber. Bam. Das hier ist hübsch. Die Finger weglassen. Natürlich hier. Close and safe. Es wird gespeichert. Gefällt mir sehr gut. Units. Speed nuts. Distance. Nein, weiß ich nicht. Kann auch. Na, wie immer lustig ist. Gefällt mir sehr gut. Interface Options. Improved durability. Na. Was macht das Ding? Das hier wird größer. Die Karte ist hier noch ein bisschen buggy, habe ich so das Gefühl. Na. Ah, genau, auf den Punkt klicken. Dann geht denn. Alles klar. Aber zoomen lässt sich die Karte trotzdem schlecht. Na egal. So far so good, so what? Also, da steht der Kollege. Scheint ins Cockpit setzen. Also, okay. Da steht der Kollege von die Cessna als Schleppflieger. Und. Wiggle it. Ja, das macht er. If it wiggles, you can kill it. Okay, die Cessna ist hier ein bisschen schwachbrüstig für. Hol den gleich. Aber rein. Not that easy. Not that easy. Ja, jetzt kommen wir allmählich in die Position. Ist das ein Wackel? Leute! Sag mal. Bin zu hoch, bin zu hoch, bin zu hoch. Jetzt passt das. Ja, ich schätze mal, da ein paar Luftlöcher vor sich. Ei, komm da zurück. Kurz
Transform. Kabelbruch. Ex-Spionage ist einfach länger. Na, der easy. Wieder leichter. Und wir haben noch 1000 Fuß vor uns. Ah, wo fliegst du hin? Uah. Ah, kommst du vor wie Jean Reno? In Mission Impossible. Hallo, du hockst hier noch Cessna und hast einen Segler hinten dran. Schmeißen wir halt raus. Ja, da ist das Zeichen. Tut nicht. Rausschmeißer tut nicht. Hat er abgelöst? Ich hoffe. Wow. Krasse Sache. Last hatten wir mit bei. Dann gehen wir aus. Thank you.
winkt. Das ist so schön. Sagen wir dann okay. Thank you.
weitere Folge aus der allseits beliebten Serie How to Land Properly. Okay, in dem Fall Segler mit gebogenen Seilen runter. Ja, das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon gepackt. Ich hoffe, ich tue, wie soll. Vielleicht ein bisschen reduzieren. Jetzt glaube ich, passt es wieder.